Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Pokémon Schild Schneekron DLC Gedimsel. Ja, wir sind dabei, Cora Nospar zu helfen und zwar sein Ross wieder zu bekommen. Ich musste kurz überlegen und dafür müssen wir Karottensamen anpflanzen. Entweder bei den Frostfeldern oder bei den Friedhofsfeldern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde lieber Friedhof nehmen, weil es einfach viel schöner, da vorne liegt noch ein Pokéball, weil es einfach viel schöner ist, ein schwarzes Pferd zu haben. Schwarze Pferde sind einfach besser. Und deswegen werden wir jetzt mal diesen Friedhof suchen und dabei einfach mal töten und zum Friedhof schicken und einfach mal deinen Geist hinterherlaufen. Tot ist es schon mal. Ich sehe keinen Geist. Schade. Kann man super zum Level nutzen da, das Ohr doch. Sarah ist bald Level 99. Oh Gott. Wir kämpfen auch echt hauptsächlich nur mit Sarah. Weil sie halt auch echt einfach das stärkste Pokémon ist, was wir, glaube ich, haben. Ich bin ein großer Fan von Sarah. Ein Fokusgurt. So, es ist sehr, sehr verschneit hier. Sehr, sehr, sehr verschneit. Hallo? Guck mal, die fahren alle Fahrrad. Ich laufe lieber. Laufen ist gesund. So, hier waren wir ja schon. Warte mal, wurde das nicht auf meiner Karte markiert? Okay, ach, da ist es ja schon. Da ist ja schon gleich der Friedhof. Also so wie es scheint, immer weiter geradeaus. In den Berg rein. So wie es scheint, immer so ein bisschen da geradeaus. Das kriegen wir schon hin. Ich kenne mich mit meiner Orientierung und deswegen wissen wir auch, dass das definitiv klappen wird. Müsste rein theoretisch jetzt gleich hier rechts... Da ist ein Evoli. Beinahe auf dem Evoli gedackelt. Gab es nicht eine Schnelltaste für die Map? Ich glaube, wir müssen noch um diesen Berg herum. Wie war das mit Orientierung? Naja, reden wir einfach nicht drüber. Wenn wir nicht drüber reden, wird auch wieder alles gut. Wir dürfen nur nicht drüber reden. Was? Melde mich nicht an. Ach, das ist ja sogar der Friedhof, oder? Ist das Friedhof? Wenn ich hier langkomme, wird es gleich zum Friedhof. Uralter Friedhof. Wir sind in ein Pokémon gerannt. Hallo, Nidoran. Eigentlich auch echt schöne Pokémon. Würde ich mir auch sofort holen. Aber ein männliches, weil ich tatsächlich Nidoqueen nicht so geil finde. Nidoking hat irgendwie mehr Stil, weiß ich nicht. Irgendwie hat er mehr Stil. Ich will da ja nicht sexistisch sein. Schwierige Wörter heute. Aber es hat mehr Stil. Eine Pokepuppe brauchen wir gar nicht. Kraftwurzel brauchen wir ja nicht. Nidoran brauchen wir gar nicht. Oh, guck mal, da ist ein Drache. Oh, das greifen wir jetzt aber... Boah, wie viele Nidorans verstecken sich denn hier auf dem Friedhof? So, und ich wollte eigentlich dich angreifen. Einfach nur, weil es cool ist. Katapultra. Los, Katapultra. Gibt bestimmt auch viel EXP. Ich meine, Drache. So, die letzte Entwicklungsstufe. Gleich tot. Na gut, wir sind auch 30 Level drüber. Also, dass das Ding überlebt war, ne? Hurra! Kriegt aber auch ganz schön Stats immer dazu, ne?
Immer plus 3 und alles. Das ist schon hardcore. So, wir suchen aber tatsächlich die Felder. Und wir sind, glaube ich, komplett einmal drumherum getickst, oder? Naja, wenigstens haben wir die Felder gefunden. Das ist eines der Felder, von denen Koronospa dir erzählt hat. Möchtest du die Karottensamen mit auf diesem Feld aussehen? Ja. Wie ich sehe, hast du eines der Felder erreicht. Auf diesem Feld werden Phantomkarotten gedeihen. Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, liebt mein treues Ross diese Feldfrüchte deshalb so sehr, weil es dem Typ Geist angehört. Doch all das liegt so weit in der Vergangenheit, dass ich mir nicht mehr sicher sein kann. Ich frag dich noch einmal. Wünschst du wirklich, die Samen in diesem Boden zu sehen? Ja. Ist so. Einfach besser. So sei es. Dann sähe nun bitte die Samen. Buddel, buddel. Du hast die Karottensamen eingepflanzt. Jetzt nur noch die Erde etwas festkloppen. Ausgezeichnete Arbeit. Du scheinst ein Händchen dafür zu haben. Nun bin ich an der Reihe. Werde Zeuge meiner Kraft. Koro, 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 nospa, nospa, koro, nospa, ja, ja, ja. Episch? Du spürst, wie der Boden zu zittern beginnt. Plopp! Du hast so viele Samen eingepflanzt. Aber nur eine konnte ich gedeihen lassen. Wie sehr meine Kraft doch geschwunden ist. Mir schmerzt das Herz bei dem Gedanken. Schon bald wird meine Klage jedoch ein Ende haben. Nun denn, Menschenkind, setz all deine Stärke ein, um diese Phantomkarotte aus dem Boden zu ziehen. Okay. Ja, ziehen wir raus. 1, 2 und hau ruck! Du erhältst eine Phantomkarotte. Du verstaust sie in der Basistasche. Eine Karotte, die auf einem im Schatten getauchte Feld heranwuchs. Das treue Ross des Königs der reichen Erde mag sie besonders gerne. Das hast du gut gemacht, Menschenkind. Mit dieser Karotte wird es uns möglich sein, mein treues Ross herbeizulocken. Jetzt benötige ich nur noch die Zügel des Bundes. Sie verleihen mir die nötige Kraft, um ein treues Ross mit Leichtigkeit reiten zu können. Ich bezweifle jedoch, dass die Menschen sie mir jetzt noch anbieten würden. Okay, geil, dass wir schwarz gewählt haben. Das sieht ja wohl voll cool aus, oder? Kann es denn sein? Bist du es wirklich? Mein treues Phantoros. Dieses schwarz schimmernde Fell. Dieser wilde, ungestüme Galopp. Genau wie bei unserer allerersten Begegnung. Da werden Erinnerungen wach. Phantoros! Gut, dass wir schwarz gewählt haben. Offenbar kann es die Karotte zwar wittern, aber nicht genau orten. Der Richtung nach zu urteilen, in die es galoppiert ist, könnte es vorhaben, das Dorf nach Karotten abzugrasen. Sollte ich mit meiner Vermutung richtig liegen, ist Friesedale in Gefahr, Menschenkind. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Das ist so Sünde, dass er die ganze Zeit nur mitfliegen musste. Okay. Du vermerkst den Stand in deiner Notiz. Dank Koronospas Kraft ist eine Phantomkarotte aus den Samen gewachsen, die ich auf dem Feld bei den Grabsteinen gesät hatte. Zwar lockte der Duft der Karotte Phantoros an, doch dann stirbt es geradewegs in Richtung Friesedale. Aber natürlich. Was haben wir anderes erwartet? Aber ich bin froh, dass wir schwarz gewählt haben. Ich würde auch gerne interessieren, wie das Weiße aussieht, aber... Das Schwarze hatte jetzt schon besonders Stil. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war eine gute Wahl.
War eine sehr, sehr gute Wahl. Müssen wir nur noch sehen, dass wir Freeza Dale retten. Vor den angriffslustigen Phantoros. Beziehungsweise hätte es auch anders geheißen, wenn es bei dem Eis gewesen wäre. Weil jetzt ist das ja so gesehen Phantomros. Und da wäre es dann Frozenros, Elsa, keine Ahnung, lass jetzt los. Irgendwie sowas? Ich weiß es nicht. Huch. Da ist es. Okay, es hat echt Stil. Warte. Phantoros. Natürlich, es greift uns an. Weil wir die Karotte haben. Okay, das Pokémon hat aber wirklich Stil. Also das ist wirklich cool. Ich find das echt cool. Toll. Phantoros hat es auf deine Phantomkarotte abgesehen. Ja, ich werde es töten. Kein Plan. Klappt. Also es ist tot. Sowas überlebt auch kein Phantoros. Vermute mal, dass wir es eh sowieso nicht fangen können. Sonst wäre es ja ein Phantoros. Dankeschön. Kau. Phanto. Keine Ahnung, was es will. Nein, es läuft schon wieder weg. Ah. Nospa. Hä? Ist alles in Ordnung? Ja, es geht mir gut. Aber es kommt mir vor, als hätte mich gerade jemand beschützt. Hm? Ein Phanto-Pferdeapfel? Strähne dunkles Rosshaar. Eine Haarsträhne von Phantoros. Dem treuen Ross des Königs der reichen Ernte. Sie fühlt sich weich und geschmeidig an. Werter Gast, wie können wir dir jemals für diese Rettung danken? Was macht ein so ungestümes Pokémon nur in den Schneelanden? Man könnte fast meinen, es sei dieses Pokémon aus dem Märchen, das treue Ross des Königs. Aber ach, was rede ich denn da? Nanu, was ist denn das? Doch nicht etwa dunkles Rosshaar? In den Märchen passiert etwas Besonderes, wenn man eine leuchtende Blume, die der König selbst hat erblühen lassen, in solches Haar einflechtet. Angeblich kann man so die Züge des Bundes herstellen, die den König und das treue Ross miteinander verbindet. Mit meinen eigenen Vorfahren praktizierten diese Kunst der Zügelherstellung, die von einer Generation an die nächste weitergegeben wurde. Nun ja, ich für meinen Teil habe so eine Blume noch nie gesehen, aber auch die Fertigungsmethode ist mit der Zeit in Vergessenheit geraten. So, jetzt haben wir aber lang genug über Anmärchen gefachsimpelt. Ich soll mir wohl besser Gedanken darüber machen, wie wir dieses Pokémon in Zukunft von unserem Dorf fernhalten können. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe eben. Ich komm schon. Ich weiß schon, was du willst. Es ist ein sehr eigenartiges Pokémon, aber es ist nett. Zu uns zumindestens. Vielen Dank, dass du das Dorf beschützt hast, Menschenkind. Dabei wäre es meine Pflicht gewesen, mein treues Ross zu zügeln. Doch in meinem aktuellen Zustand konnte ich nicht viel mehr tun, als es zu verwirren und zum Aufbruch zu bewegen.
Wenn ich nur die Zügel des Bundes hätten, wäre es ein leichtes, es zu zähmen. Wie können wir sie herstellen? Wie? Du willst die Zügel des Bundes für mich herstellen? Aus den Haaren eines treuen Rosses und einer leuchtenden Blume, die ich erblühen lassen soll? Eine Blume. Eine Blume, aber natürlich. Ich nahm an, die Menschen hätten aufgehört, mir die Zügel des Bundes darzubringen, weil ihr Glaube an mich erloschen sei. Dabei fehlte ihnen in Wahrheit lediglich das nötige Material, da ich es nicht mehr wachsen lassen konnte. Oh, wie lange bin ich diesen Irrtum nur aufgesessen. Viele hunderte Jahre ist es schon her, seit ich zuletzt eine leuchtende Blume erblühen ließ. Denn die Kraft, die mir verblieben war, reichte nicht aus, um dies zu bewerkstelligen. Doch nun spüre ich, dass mich ein kleiner Teil meiner alten Kraft wieder durchströmt. Wohlan, wagen wir nach schier endloser Zeit den Versuch, eine leuchtende Blume erblühen zu lassen. Das ist nur Blüten. Das ist für dich, Menschenkind. Ein Kronblatt. Ein Blütenblatt, das du vom König der reichen Ernte erhalten hast. Es strahlt ein sanftes Licht aus. Oh, wie erwartet, ist es sehr mühselig, auch nur eine einzige Blume erblühen zu lassen. Ich weiß nicht, ob es ausreicht, doch bitte nimm dieses Kronblatt an dich und versuche damit die Zügel des Bundes anzufertigen. Die Nachkommen jener Familie, die einst die Zügel herstellten, sollten noch im Dorf leben. Ich setze meine ganze Hoffnung auf dich. Ich vermute mal, das wird der Bürgermeister sein, weil er gesagt hat, dass seine Familie damals das hergestellt hat. Ich bin mir nicht sicher, ich habe ihm nicht wirklich zugehört. Aber macht nichts, man muss ja auch nicht immer alten Leuten zuhören, ne? Außer mir, mir muss man immer zuhören, aber ich bin auch nicht alt. Oh, na wenn das nicht der Retter unseres Dorfes ist, bist du wegen der Bücher hier? Diesmal nicht. Wie bitte? Du willst, dass ich Züge des Bundes für dich herstelle? Jetzt bringst du mich aber in Verlegenheit. Zu Zeiten meines Vaters wäre das noch möglich gewesen, aber heutzutage gibt es niemanden mehr, der sich an die traditionelle Herstellungsweise erinnert. Außerdem braucht man dafür eine bestimmte Blume. Und ich bezweifle, dass du die hast. Doch, die habe ich. Ich glaube, mich laust ein Chimpip. Hast du da wirklich das Kronblatt einer leuchtenden Blume? Bedeutet das, dass es den König der reichen Ernte ebenfalls wirklich... Nein, das kann nicht sein. Meine Vorfahren haben die Züge des Bundes hergestellt, indem sie sich an die Anleitung aus den alten Märchen hielten. Dazu brauchen sie eine bestimmte Blume und Haare eines bestimmten Pokémons. Aber ich befürchte, an die Details dieses alten Traditionen kann ich mich nicht mehr erinnern. Jedoch muss ich mich natürlich für deine Hilfe erkenntlich zeigen. Wenn du mir die Materialien gibst, werde ich mein Bestes versuchen. Hier bitte. Ich weiß nicht, ob ich es gut hinbekomme, wie mein Großvater, aber jetzt ist es an der Zeit, eine alte Tradition meines Dorfes wiederzubeleben. Funkel, Werkel, Tüftel. Das war ein absoluter Reinfall. Ich halte mich selbst für einigermaßen geschickt, aber für diese Züge braucht es jemanden, der über mehr Fingerfertigkeit verfügt als ich. Bitte sieh mich nicht so niedergeschlagen an. Es tut mir wirklich leid. Hey, Herr Bürgermeister! Es gibt einen Notfall. In meiner Hütte hat sich das heiße Wasser aus der Dusche verabschiedet. Oh je, das tut mir leid. Ich schaue es mir so bald wie möglich an. Ach, du bist ja auch hier, Expeditionsleiter. Ist irgendwas passiert? Die miese Stimmung hier zieht mich gleich mit runter. Der Bürgermeister hat... Ist das alles? Ihr braucht also nur einen Strick, ja? Gib mir mal die Materialien. Okay, jetzt habe ich hier ein Kronblatt und Rosshaar. Was genau stelle ich mit dem Kram an? Ich bin mal so frei. Das Blütenblatt wird eingeflechten ins Haar der Mähne, so ist recht.
Wow, Alter, musst du mir die Methode echt quäkend verklickern? Naja, mir soll's recht sein. Also dann, ran ans Werk. Und fertig. Ist das okay so? Du erhältst die Zügel des Bundes. Du verstaust sie in der Basistasche. Zügel, gewoben aus Stoff, der leuchtet, wenn man ihn ins Licht hält. Einst schenken die Menschen sie dem König der reichen Ernte als Zeichen ihrer Dankbarkeit. Unglaublich. Entgegen meiner Erwartung sind sie wirklich ausgesprochen talentiert. Was sie da in den Händen halten, sieht exakt so aus wie die Züge des Bundes aus den alten Überlieferungen meiner Familie. Dank meiner aufmüpfigen Tochter bin ich ein Experte darin, kaputte Dinge zu flicken. Das Entdeckerset, das ich dir neulich in die Hand gedrückt hat, ist übrigens ebenfalls Eigenmarke Pony. Wie dem auch sei. Jetzt hast du die Züge des Bundes, die du wolltest. Ich freue mich für dich. Na, wenigstens einer, der hier stricken kann. Ich kann es um mich auch nicht. Immer mehr annähernd. Weißt du, ich habe mich neulich doch tatsächlich schon mal wieder dabei erwischt, wie ich draußen im Stehen eingeschlafen bin. Weil ich völlig durchgefroren war, wollte ich in der Basis erstmal schön warm duschen. Aber es kam nur eiskaltes Wasser raus. Vor lauter Schreck bin ich nach draußen gesprungen und war splitternass. Gott sei Dank, oh mein Gott, danke, Menschenkind, war die Herstellung der Züge des Bundes von Erfolg gekrönt. Ja, dank Pony. Tatsächlich, dieser Mann ist mir eine große Hilfe, eine größere Hilfe als erwartet. Auch ich habe frohe Kunde zu bringen. Mir ist es ebenfalls gelungen, den Aufenthaltsort meines treuen Rosses in Erfahrung zu bringen. Phantoros hat den Kronentempel zu seiner Heimatstätte auserkoren. An jenem Ort damals haben wir damals viel Zeit zusammen verbracht. Bisher zog ich es vor, diese Stätte zu meiden. Zu sehr fürchtete ich, von nostalgischen Gedanken an frohe Tage übermannt zu werden. Doch weshalb hat sich mein treues Ross ausgerechnet dorthin zurückgezogen? Etwa um in Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit zu schwelgen? Nein, ausgeschlossen. Der Kronentempel thront auf dem Gipfel des nördlich von hier gelegenen Berges. Ich bitte dich, den Kronentempel aufzusuchen und die Züge des Bundes mitzubringen. Wohlan, ich breche sogleich auf. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Ich verlasse mich auf dich, Menschenkind. Und nimm ihn bitte mit, ja, oh danke. Du vermerkst den Stand, ne? Mit dem Kronblatt von Koronospa sowie dem Mähnenhaar, das ich im Kampf gegen sein treues Ross errungen hatte, gelang es, die Züge des Bundes herzustellen. Nun musste ich zum Kronentempel gehen, um der Schlafstätte des treuen Rosses, um dort Koronospa zu treffen. Das war irgendwie doof gelesen. Ich habe keine Ahnung, irgendwie war alles falsch. Okay. Wir wissen, wie wir zum Tempel kommen, oder was? Nee, die Richtung ja eigentlich nicht. Ich vermute mal, dass wir auf die Karte gucken. Oh, da ganz oben. Okay, das ist einmal außen rum, denn da hoch durch den Tunnel, hopsido, und dann Aufstiegstunnel und Schneegipfelfahrt, und es ist auf jeden Fall ein kleines bisschen weiterer Weg. Hüge des Dünerbaums. Ach ja. Was haben wir hier noch? Schollenmeer. Dreiwegspass. Es ist auf jeden Fall noch ein bisschen was zu entdecken, ne? Das muss ich auf jeden Fall sagen. Na gut. Ja, ich laufe aber trotzdem hin, ne? Das ist immer noch am... Ich muss mich einfach selbst orientieren. Am einfachsten.